Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu GTA 3. Hallo. Ich habe diesen Flughafenauftrag nochmal angenommen. Und gleich mal weitergespielt bis zur Baustelle, genau. Das ist natürlich schwierig jetzt. Warte mal, du könntest auch von oben. Ja, warte erstmal ab. Erstmal. Das ist noch einer ein bisschen rechts. Sehr schön. Rechts ist auch noch einer. Ah, nee, da. So. Ich würde ja gerne versuchen, ein bisschen höher zu kommen. Dass ich dann vielleicht oben reinzielen kann, weißt du? Ja, vielleicht. Dass du da hochgehst. So, jetzt muss ich aber dann gucken, dass hier nie irgendwelche Typen noch sind. Ich hab da gerade noch jemanden gehört, oder? Da. Oh, jetzt hast du einen schönen Überblick. Scheiße. Einfach schießen. Das sagt sich immer so einfach. Yes. So. Oh. Jetzt ist mir gerade der Hand eingeschlafen. Da links war noch eine. Oxidiert noch einer rum. Noch ein bisschen links habe ich auch noch so einen Schatten gesehen. Ey, der ist schon tot. Das ist noch einer. Den kriege ich nie. Doch. So, aber höher komme ich jetzt hier glaube ich nie, oder? Nein. Jetzt gehst du mal runter. Schießt so. Ob hier hinten noch jemand rumoxidiert. Was ist das? Eine Lampe. Bis jetzt ist ja noch alles ganz glimpflich abgegangen, ne? So, tun wir mal die Waffe ändern. Haben wir dann hier Störungen?
Da ist niemand mehr. Fuck off, Alter. Der hat mir aber jetzt ganz schön eingeschenkt. Hat er den Pumpgun gehabt? Nee, aber meiner hat nicht so schnell geschossen. Achtung! I risque, gringo. I going to kill you. You going to be sorry. I risque, gringo. Ah, nimm den Lift nach oben. Ja, super. Das kann ja jetzt noch heiter werden. Ja, wir sehen noch nicht mal hoch. Wir sehen nicht mal hoch. Naja. So, das Schlimme ist, meine Hand ist eingeschlafen, dann ist das ganz schlecht mit Schießen. Hey, let's get this out of here. God knows what it is, but he seems to want it badly enough, so it must be worth something. Who the hell? You! Hey, take it easy, amigo. No es nada, no es nada. I left you pouring your heart out into the gutter. Hey, don't shoot, amigo. No, no, no problem. We are friends. Here, don't be such a pussy. Hey, we got no choice, baby. We always got a choice, you dumb bastard. I'm sorry about the crazy bitch, man. They all the same. Der Zwetschge ist einfach dort runtergesprungen. Ach so, du. The whore got away. But you've done me a favor. You're not the only one that has a score to settle with the cartel. This worm killed my brother. I never killed no Yakuza. Liar! We all saw the cartel assassin. We are going to hunt down and kill all you Colombian dogs. I'll be operating on our friend here to extract information and a little pleasure. You, drop by later. I'm sure I'll require your services. Please, amigo. Don't leave me here with her, man. She's psycho, chico, man. Please, amigo. Hey, amigo. Amigo. Ja, dort oben gibt's jetzt SM. 50 Shades of GTA 3. Das sind Yakuzas, die machen dir nichts. Noch nicht, wahrscheinlich. Aber hier wird geschossen ohne Ende, ey. Das ist doch nicht normal. Jetzt machen sie dir was. Da kann ich doch nichts dafür. Wenn der so blöd im Weg rumsteht. Alter, das war jetzt eine ziemlich lange Mission. Ja, aber ich bin fucking happy, wenn ich die dann hinter mir hab. Jetzt mach einfach keine Scheiße. Ich mach nie Scheiße. Dazu sage ich jetzt nichts. Das ist auch besser. Ne, vom Außenrum ist mir bewusst. So. Hatten wir uns mit den Yakuza nie eigentlich schon verkracht? Ach ne, wir haben ja hier nur... Salvatore, mit den Italienern haben wir uns verkracht. 50 Mille. Ja, was sollen wir mit dem Geld anfangen? Weiß schon nie. Na komm, mach gleich weiter. Alles klar. You are proving to be a safe investment. A rare thing in these days of falsehood.
My Oriental friend will need an escort while he takes my latest acquisition to be authenticated. I want you to follow him and make sure both he and my package get to Pike Creek unharmed. Mhm. Naja. Ach, du wirst ein Auto brauchen. Ja, es ist so. Für was denn? Ja, dass ich hier Bodyguarden kann. Gefangenentransport weiter. Mhm. It's my dream. In the Navy. In the Navy. Ja, der macht sich aber auch wieder selber kaputt, der Trottel. Bin ich gespannt, wie weit wir den transportieren müssen. Beziehungsweise eskortieren. Ja, 6 Nutten und eine Atombombe wahrscheinlich. Wie, das wird eine Nacht. Wolltest du heute noch Nachtsession machen? Nein. Oh. Nein, jetzt. Oh, jetzt häng ich hier am Dings. Wenn du 6 Nutten und eine Atombombe hast, es gibt flott Nacht. Schaden ist immer noch nichts, ne? Ich glaube, ja, toll. Ich sehe es auch nicht so. Nein! Schießen auf den, ne? Ja, und ramm den und. Wie denn? Hallo? Ja, also. Der Drex Colombiano. Ich sehe das noch kommen, dass ich hier dann bald in der Luft fliege. Alter, oh nein, oh nein, oh. Ich muss einfach aufpassen, dass der hier nicht. Nein! Schieß! Scheiße, und jetzt kommt hier kein Auto. Oh, ich könnte in die. Drück mal Renn hier auf deinem Teil da. Ne, das ist springen. Das ist schießen. Sag mal, Kid. Du kannst nicht mit der Waffe rennen. Warte, ich wechsle schnell die Waffe. Ja, das reicht. So. Aha, na sag mir das doch. Ich hab hier immer die Knöpfe ausprobiert und alles und.
brauche jetzt erstmal ein Auto, irgendeins. Jetzt muss ich nämlich erstmal wieder hinterherkommen. Es ist wieder kein Auto da. Es ist doch zum Kotzen hier. Leck, oh Mann, fick dich doch. Das ist ein Spiel aus 2001, leck. Du fährst falsch. Ja. Ich hab es mitbekommen. Mensch, wo ist denn der mit seiner Kackkarre, Alter? Da, stimmt schon, fahr wieder da aus. Hier hoch? Ja. Heilige Scheiße, ey. Jetzt kriegt er aber wieder Schaden. Jetzt nach rechts. Nach rechts. Hä? Ja, danke. Hat ja wunderbar geklappt. Boah, ey, was jetzt hier los? Alter, jetzt ist der drei Typen dran, ich hab müssen. So, jetzt fahren wir zurück, ja. Wir fliegen hier auch gerade. Also, sehr produktive Folge. Ja, immerhin mal wieder was geschafft, ne? So, ich fahr dann gleich mal hier zu diesem neuen Haus. Sehr schön. Ja, wenn ich Schlau einstelle, habe ich sogar drei dann. Bloop. Oh. Ladies and Gentlemen, es hat endlich mal wieder was Produktives geklappt. Ich bin echt heilfroh. Ich auch. Ja, wir verabschieden uns für diese Folge von euch und sehen uns dann morgen wieder. Yo. Mit Rosini am Steuer und wünschen dann jetzt schon mal viel Spaß. Ciao, ciao. Ciao.